Hallo, ich bin die Silvia Maria. Und ich bin der Stefan von 12 von 10. Ganz herzlich willkommen und heute haben wir euch ein ganz leckeres Thema mitgebracht. Genau, heute geht es um Parasiten und eine Parasitenkur, die wir entdeckt haben, vor allen Dingen von der Jana Iger. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, wie es uns damit gegangen ist und vor allen Dingen, was effektiv dabei rausgekommen ist, das seht ihr alles in den Videos. Ja, rausgekommen ist das richtige Stichwort, also macht euch auf was gefasst. Und auch wozu das überhaupt gut ist, hat der Stefan was gesagt. Genau. Und ganz spannendes Thema. Ihr findet die Zeitstempel unter dem Video, genauso verlinkt die Originalvideos von der Jana Iger. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Viel Spaß und Freude damit. Tschüss. Ja, Stefan, du hast was vor, ne? Yep. Jetzt ist es soweit. Was ist denn soweit? Erklär mal. Ja, also ihr habt ja gerade gesehen, da liegt so eine Riesenpackung voller Knoblauch. Und den schälen wir jetzt dann gleich und schneiden ihn. Alles? Alles. Spinnst du? Schau dir das mal an. Ja, das ist eine gescheite Packung. Also, da habe ich keinen Puls mehr, wenn wir das gegessen haben. Ein Glas voll, so ein Glas, so ein normales Glas voll. Was ja, sind das denn? Aber das ist ja nicht die ganze Packung. Also gut, okay, ich habe übertrieben. Aber ich denke mal, so 2, 3 Knollen werden es schon werden für jeden. Schämen und dann hacken wir das. Also schneiden es schön klein, nicht hacken, sondern schneiden es schön klein und das wird dann löffelweise ungekaut runtergeschluckt. So, und das Ganze dient dem Ende der Parasiten. Ja, also wir haben ja alle hier und da Parasiten. Und Knoblauch ist ein super schönes, gutes, natürliches Mittel, das Parasiten abtötet. Und was haben wir denn da eigentlich noch? Was ist das? Ja, das sind Säfte, die man dazu trinken kann. Also Apfelessig und so. Pur oder wie machst du das? Nur verdünnt mit Wasser. Wasser. Verdünnt mit Wasser oder Aroniasaft. Okay. Okay. Was machen wir eigentlich in deinem Bus? Das ist mir noch nicht ganz klar. Ja, in meinem Bus sind wir unterwegs, weil wir gesagt haben, wir schauen einmal ein bisschen rum. Jetzt sind wir gerade in Slowenien und treffen morgen noch einen Freund von der Silvia und schauen uns einfach mal Slowenien an. Und die Parasitchen haben immer mal wieder so die Eigenschaft, dass sie einen ganz schön fremd steuern und sagen, nee, da nicht, da nicht, da nicht. Also es ist ja immer irgendwas. Und jetzt haben wir einfach entschieden, ich komme, wie es wolle. Am 18.03. ist es soweit, da ist Vollmond. Parasiten zeigen sich auch ganz gern bei Vollmond und bei Nacht. Deswegen geht es jetzt dann los. Ja, so, jetzt wird es dann eher dunkel und dann geht die ganze Chose los. Und wir haben ja gesagt, auch wenn wir jetzt unterwegs sind mit dem Bus, wird es trotzdem gemacht. So, außerdem können wir hier rumpesten, wie wir wollen. Mit der Knoblauchkur. Erzähl mal, wie ist das so für dich? Gut, ich habe es ja angezettelt. das Komische ist, ich habe null, also ich meine wirklich null Ahnung, was mich da erwartet. Also das kann sein, dass überhaupt gar nichts passiert, außer dass ich stink wie eine Irre. Oder ich muss heute Nacht da irgendwie 10 Mal aufs Klo raus oder ich habe keine Ahnung. Ich bin im Prinzip sehr experimentierfreudig, ich bin neugierig und total ergebnisoffen. Und ich meine, die Entscheidung ist für mich sowieso gefallen. Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, die Parasiten seit mindestens einem Jahrzehnt jetzt an der Nase rumgeführt, ist wirklich so. Und jetzt reicht's. Und jetzt ist von mir mal diese Entscheidungskraft da, dass ich sage, es reicht wirklich. Und jetzt probiere ich es halt mal mit der Kur von der Jana Iger. Die fühlt sich gut an und gleichzeitig, wenn das nicht viel ändert oder viel bringt, dann wird halt das nächste Level gezündet. Dann geht's weiter, genau. Schauen wir einfach mal. Dann schauen wir mal, was passiert. So, und das machen wir jetzt. Das wird jetzt alles geschehen. Meine Portion. Deine Portion, genau. Bei mir schaut's mager aus.
Ja, das sind zwei Personen ordentlich. Reicht das jetzt davon? Ja, ich hoffe schon, ja. Also ich weiß es nicht. Wir müssen es jetzt erstmal ausmessen. So. Wie messen wir das aus? Also wir machen jetzt alles, also pro Mann und Nase oder Frau und Nase ein Glas voll. Also ich würde es jetzt mal so bis dahin, so ein kleines Glas voll. Ich glaube auch, so eins haben wir jetzt nicht hier. Genau, aber so bis dahin müsste passen, ja? Ja, gemeint ist eigentlich so quasi ein ganz normales Trinkglas und das haben wir jetzt einfach nicht. Ein kleines Trinkglas. Genau, machen wir bis dahin und das halt mal zwei. Oh, wir waren fleißig. Ja, das sind so die letzten Züge jetzt hier an. So. Jetzt haben wir uns dann nachher gleich wieder in die kleine Schale da hinten jetzt einfach schmeißen. Also wie gesagt, wenn man das alles vor Ort, wenn wir jetzt in der Küche wären, würde man einfach die zwei Gläser nehmen. Oder wir teilen das jetzt auf in teilweise Glas, teilweise Schüssel. Wieso? Wir machen jetzt einfach einen Löffel. Du, ein Löffel, ich. Ein Löffel du, ein Löffel ich, bis es leer ist. Oh. Ja, merkst du was, da kommt man nicht aus. Und ich werde mir jetzt gleich mal einen anderen Pullover anziehen, weil sonst stinke ich jetzt an meiner Lieblingspullover gleich voll ohne Ende. Das wird der Souvenirpullover. Nee, den. Also ich schneide jetzt einfach mal und dann zeige ich euch das. Ja. Aber nicht zu klein. Nicht zu klein. Nicht zu klein. Dann mache ich die jetzt mal so. Die würde ich fast größer machen. Noch größer? Ja. So? Ja, weil die sollen ja richtig schön, also die dürfen nicht zu klein sein, sondern die sollen groß genug sein, damit die im Darm die Parasiten vor sich herschieben. Aha. So. Und wenn die quasi so Mikrofutzel klein sind, dann. Also dann. Mach's mal lieber ein bisschen größer, sodass wir halt schlucken. Ja, ja. Ja, so vielleicht. Genau. So. Gut, so machen wir das jetzt. Wir haben jetzt einfach mal Wasser genommen und weil wir so wenig Zucker wie möglich drin haben wollen, wirklich Buttersaft. Gemüsesaft hat es heute nicht gegeben. Jetzt haben wir nicht einmal einen kleinen Löffel, das wäre cool, das oder? Das heißt, wir müssen das jetzt etwas beschleunigen. Okay. Also ich versuche mal die Kamera so zu positionieren, dass man es in aller Ruhe zuschauen kann. Oh mein Gott. Leck mich am Ärmel, jetzt muss ich erstmal Saft. Ja, erstmal. Erstmal Prost. Prost. Erstmal Saft. Wir haben übrigens beide vorhin den Parasiten schon lebewohl gesagt. Wir haben nach innen gegangen, haben gesagt, sie können uns so freiwillig irgendwie einfach geben. Jetzt langt nur keine Miete Zeit, jetzt ist Feierabend damit. Ja. Also ich glaube, ich habe nicht mehr viele übrig und gleich so, ich merke einfach, da ist immer noch was unterwegs und los geht's. So. Und jetzt einfach rein und schlucken. Schlucken. Und nachspülen, so ein Löffelchen für mich. Alter Falter. Eieiei. Boah. Also einen gewissen Widerstand habe ich schon. Ach, das schmeckt schon alles nach Knoblauch. Leck mich am Ärmel. Ja, oh, leck. Und dass du schön große Löffel machst, gell? Du brauchst die Tüte? Mhm. Oh, wei, wei. Also, das ist schon herb. Puh. Oh, leck mir am Ärmel. Ja, spinnst du? Ich bin ein Löffel im Vorsprung. Ich würde mal sagen, da ist in mir regt sich so ein gewisser Widerstand. Oh. Fett. Also wenn man die Dinger wegschluckt, wie Pillen. Ja genau, wie so dicke wenn man so Tabletten. 5, 6, 7 Pillen dahin schluckt. Liegt so ein Vitamin. Ja. Pille von dir, zeig einmal. Ja, die dicke. Nee. So, also ich nehme ja immer regelmäßig Vitamine. So, dann sieht man das so. Haut sie weg. Ist ja bloß so, wenn man so eine Handvoll Pillen hat, die man dann einfach so gut mit einem Zack wegschluckt und das da auch so macht, geht's, ja, aber es ist schon puh. Wir waren vorhin im Drogeriemarkt und ich habe jetzt gerade gemerkt, wir haben leider
kein Febreze oder sowas gekauft. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Ich würde dir das Reisemobil zum Knoblauchmobil. Alter Falter. Jetzt hängt das Ding. Boah. Boah. Hängt voll die Kante drin. Drauf haben? Also, ich möchte nicht in meiner Nähe sein, falls sie heute aufstoßen musst du. Nee, ich riech das jetzt schon alles so extrem. Ja. Weißt du, was das Krasse ist? Ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel gegessen, aber da ist noch nichts weg von dem Ding. Scheiße. Ja. Und ich nehme deutlich größere Löffel als du. Nee. Doch. Du bist ja größer als ich. Mach mir Parasiten. 3 cm. Boah. Oh, leck. Oh. Also. Also es macht gar nichts. Ich kann jetzt, falls alle sagen, oh, ab Nachmittag nichts mehr essen, muss man sich keine Sorgen machen, das ersetzt eine Abendmahlzeit auf alle Fälle. Oh. Also, ich glaube, da war jetzt einfach ein gutes Mindset jetzt. Oh, wie viele Knollen haben wir jetzt eigentlich gemacht? Oh, ich habe es nicht erzählt. Das wäre eigentlich gut gewesen. Also, wir haben nee, mehr. Jeder 7 Knollen haben wir. Nah, never. 6,5 Knollen, doch. Jeder hat 3 Knollen geschält und dann haben wir ich noch hab 2 geschält, glaube ich. Na, 3. Ich habe jedem 3 aufs Tablett gelegt. Ach, du Kacke. Also, 6,5 Knollen insgesamt. Oh, spinnst du. Also ich würde freiwillig gehen. Echt, ich würde freiwillig gehen. Jetzt machen wir aber eigentlich hier. So. Oh Gott. Puh. Boah. Dann rein damit, ja. Also wir haben auch noch die Variante, dann Schuss Apfelessig rein oder. Einfach so, ich meine, du kannst ja Wasser pur oder Sauerkraut. Ich glaube, ich bleib bei Sanddorn. Jetzt haben wir schon aufgemacht, ne? Ja, Sanddorn ist gut. Und so, gesagt, jetzt mache ich das ist, so. Also das ist echt, ich habe aufgepasst. Ich habe Muttersaft gekauft. Eben kein, nix mit Zucker jetzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da geht ja gar nichts raus. Genau, also so Natursäfte ohne Zucker. Gemüsesaft, Sauerkrautsaft war da, habe ich, gell? So, ich weiß nicht. So Apfelessig, Blaubeersaft. Der, aber Muttersaft auch. Muttersaft, ja. So, also kein Zucker halt. So, jetzt geht's hier weiter. Noch ein Löffelchen für die Parasiten. Die kleinen Scheißerchen. Ja, noch ein. Also ich bin froh, dass ich das gewohnt bin, mir wirklich zig Vitaminpillen auf einmal reinzuwerfen. Ja, das muss man gewohnt sein. Also wenn man jetzt wirklich jemand ist, der sowieso Probleme hat, mit so großen Dingen zu schlucken, das, da muss man echt, da würde ich dann kleiner schneiden. Da würde ich empfehlen, das kleiner zu schneiden. Also auf keinen Fall übrigens drücken, den Knoblauch nicht zerdrücken. Also ich verlinke euch sowieso, also wir verlinken euch das Originalvideo bzw. die Originalvideos von der Jana Iger sowieso drunter. Das heißt, schaut euch das bitte selber im Original an, was genau, wir jetzt hier machen. Genau, die beschreibt es auch wirklich gut und so weiter. Und das ist halt jetzt so ein Erfahrungsbericht, wo man sicher dann nochmal was anfangen kann. Damit. Jetzt muss ich mal zwischendurch ein Heldenfoto von uns machen. Löffel im Mund? Du? Du? Na, du. Ich mach's Foto und du machst den Gott, Mund. Ja, ich löffel hier ja alles aus. So kann man sich auch Erinnerungen fürs Leben schreiben. Ja, also das bleibt auf jeden Fall eine Erinnerung. Jetzt stehen wir hier am Meer. Eine der ersten Reisen mit
mit dem Bus und fressen den Knoblauch. Also fressen ihn ja nicht einmal. Also wir schlucken ihn weg, ja. Ich habe heute Nachmittag schon gesagt, mein größter Albtraum wäre, wenn mir übergeben müsste nach der Knoblauchorgie. Mhm. Oh Gott. Du. Ich hab doch gerade. Du. Ich bin schon mindestens 5 Löffel im Vorsprung. Never. Hier locker. Nein. Easy peasy. Im Leben nicht. Weißt du, was jetzt geil ist? Ich hab's auf Video. Also, was ich merke. So. Die tut sich echt hart. Oh wei, oh wei. Also was ich merke, so das ist schon. Also ich bin echt viel gewohnt, also ich halte schon echt auch viel aus und ein Freund von uns trinkt immer so ganz ekelhaft schmeckende Smoothies seiner Ansicht nach, die keiner trinkt auch bei ihm. Fussis trifft ganz Fussis, gut zu schmecken. Smoothies, die. Ja, Fussis, ja. So wirklich krasses Zeug mit gepressten Koriander, Petersilie, Sellerie und so weiter. So. Und er meinte immer, er kann mich damit schocken, ich trinke das weg wie nix. Ich bin da schon abgehärtet und hier merke ich echt so dieses, auch wenn man es ganz runterschluckt, aber so das brennt echt so ein bisschen in der Speiseröhre. Also man darf schon was aushalten. Du bist jetzt auch nicht so von zarten Eltern, was das angeht. So, und also ich habe die eigentlich nie wirken sehen. So, also ohne jetzt Angst zu machen. Ja, es geht schon. Also klar geht's. Ist jetzt nicht das, wir sind ja nicht im Dschungelcamp, wo Kakerlaken irgendwie, abgesehen davon, wird keine. Was noch ein bisschen besser hilft, ist, wenn man so, lebendig, also, wenn man so kurz so einen Schluck nimmt und. Ich hab aufstoßen müssen. Au, Backe. Also ehrlich gesagt, wenn da irgendein Wurm in mir drin ist, der da bleibt, also das kannst du mir nicht erklären, was da jemand bleibt. Ich glaube, die Menschen um uns herum bleiben auch nicht. Ah, wir haben ja morgen, wir treffen am Freitag, ich habe echt ja vorher gesagt, wir haben Freitag Knoblauchorgie und der hat nur gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, der konnte sich nichts darunter vorstellen. Ja, und ja. Gut, aber die gute Nachricht ist, wir haben es fast geschafft. Und ich freue mich jetzt einfach. Jeder Löffel haut mir die Parasiten raus. Die kleinen Schweine. Ich habe Tränen in den Augen. Alter Falter. Ja, spinnst du, ey. Hauptsache nicht übergeben. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen auch, weißt du? Das kann man irgendwie, das muss man, also ich kann nur sagen, muss man ausprobieren. Das gehört auf jede Bucketlist, auf jede Löffelliste. Ja. So wie Passa da bei mir. Das muss man mal gemacht haben. Ich bin da jetzt echt gespannt, auf was dann rauskommt dabei. Tatsächlich was. Oh, ja. Der war gut. Ja. Aber ich merke, also kleiner Tipp, nicht absetzen und Pause machen, so wie wir jetzt mit dem Ratschen. Ja. Weil jetzt merke ich so, dieses Ansetzen ist das, dann schlimmer. Ja. Ich glaube, das tut mal gut, wenn man durchzieht. Ja. Also, Silvia, dann ein Löffel du, ein Löffel ich. Ja, mache ich ja die ganze Zeit. Mhm. Ja. Und ich hätte gehofft, ich komme mit weniger Flüssigkeit aus. Kommst aber nicht. Boah. Nochmal Wasser bitte. Das ist übrigens die Ausnahme, dass wir Wasser aus Plastikflaschen trinken. Das kommt nur im Notfall vor. Ui. Es ist Gott sei Dank in der Video. Ihr müsst ja auch. Ich glaube, ich brauche mal eine Abwechslung. Vielleicht klappt das mit dem Blaubeersaft besser. Aroniasaft, nicht Blaubeer, Aronia.
Aber dann ist der auch offen, ne? Sollen wir nicht? Ne, die sind nicht ewig haltbar. Ich würde jetzt mal. Gut. Ich oder der glaub. Apfelessig. Essig ist ewig haltbar. Nee, das taugt mir nicht. Dann bleib ich bei Sand. Oh. Oh Gott. Oh. So. Ja. Auf geht's, weiter geht's. Aber gut. Wir haben uns überlegt, was früher auf dem Oktoberfest, als es das noch gab, alles erbrochen worden ist hinter der Hütte. Naja, okay, anderes Thema. Wir wechseln das Thema einfach. Vielleicht hätten wir in die Türkei fahren sollen. Na, wir sind aufgefallen. Ja. Nicht reden. Ich merke jetzt, wenn ich rede zwischendurch, ist es so schwierig wieder. Du Plapperliesel. Schlucken. So, ab jetzt rede ich nicht mehr. Ich schluck das noch runter. Was echt hilft, ist so ein Löffel voll rein mit einem Schluck einspeicheln und dann hoppt er da hopp. Spinnst du? So, ich glaube, wir machen hier mal Pause kurz. Oder? Oh. Wir sehen uns später. Boah. So. Jetzt, wie lange ist das her? Ein paar Minuten. Jetzt haben wir ein bisschen gelüftet. Und ja, so wie lüften geht kein. Ja. Jetzt erzähl mal, wie geht's dir jetzt gerade? Ich bin tatsächlich, bin leicht heiser. Das finde ich total Würden. Komisch. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also jedenfalls, ich bin leicht heiser. Ich kann nicht sagen, warum. Es ist eine Zustandsbeschreibung. Mhm. Und das Abendessen liegt schon ordentlich im Magen, würde ich sagen. Ja, also tatsächlich. Wenn es dann so ein halbes Glas oder so ein Glas voll Knoblauch mit dem Saft. Don't mention the garlic. Da drin bist schon, also der Magen ist sehr voll. Also das ja, die Flüssigkeit sagen. Ist das. Und halt. ich selber merke so, das habe ich eigentlich selten, so im Magen so ein leichtes Brennen halt einfach von den ganzen ätherischen Ölen wahrscheinlich. So, da merkst du schon, dass mein Körper wurstelt damit. So, jetzt bin ich mal gespannt, was noch alles so. Was ich alles so wahrnehme. Also, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ja, das sind wir dann schon. Jetzt machen wir halt ab und zu, werden wir jetzt mal so ein kurzes Update machen und ihr kriegt von mir einfach ein tolles Feedback. Ich habe ein sehr feines Körpergefühl. Ja, das hat er. Der Mann ist unglaublich. Ja, ist, ich kenne niemanden auf der Welt, der so Körpergefühl hat wie der Stefan. Ja, also das kann da schon sehr hilfreich sein, dass man dann einfach weiß, okay, das so passiert ist oder das ich passiert laufen im... Die Nase. Ach, interessant, schon mal. Das passiert im Körper. So, also gut, dann schauen wir mal, was noch passiert. Tschüss. Da ist die Silvia. So, jetzt, also am 18. haben wir unsere Knoblauch-Session gemacht. Ja. Jetzt erzähl mal so rückwirkend, das ist jetzt 11 Tage her, ja. Rückwirkend, wie ging es dir mit der ganzen Knoblauch-Session und am Tag drauf? So speziell jetzt mit Geruch und so weiter. Mhm. Und ja gut, also meine Schwierigkeiten beim Knoblauch runterschlucken haben wir ja gesehen. Aber das war echt nicht schlimm, dass das halt so diese Stecken bleiben. Ich war mega überrascht, weil eine meiner größten Ängste bei dieser Menge von rohem Knoblauch war, dass ich bestialisch stinken würde. Und dann habe ich am nächsten Tag festgestellt, und du ja auch, ja. Dass es komisch war, weil ich habe nicht nach Knoblauch gestunken. Und das hat mich gewundert. Und dann haben wir beide festgestellt, das ist ganz anders als erwartet und es muss daran liegen, dass wir den nicht gebissen haben. Also anscheinend kommt so dieses rohe Knoblauchstinken, das wir kennen, über dieses Kauen und Aufnehmen von diesen ätherischen Ölen im Mundbereich. Ich bin keine Expertin, aber jedenfalls, ich kann alle entwarnen, die Angst haben wie ich, wenn man die ganzen Stückchen einfach schluckt und zerkaut, stinkt man dazu. Also, das war faszinierend. Also gar nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Nee, das war nicht schlimm. Okay. Und ja. Das ist doch schon mal gut. Und wie ging es dir am Tag danach? Also hast du, was hat sich getan? Was für eine Wirkung war es? Also generell kann ich sagen, die Wirkung ist
echt krass. Das hätte ich so nicht erwartet von dem bisschen rohen Knoblauchessen. Also wir machen das ja so, wie die Jana Iger das sagt, seither eine Zehe am Tag noch. Und direkt danach ist erstmal nichts passiert, weil ich hatte so ein bisschen meine typische, ja, sagen wir mal, Reiseverstopfung, die ich manchmal habe. Und das war für mich ein bisschen unangenehm. Also für mich rückwirkend wäre es leichter gewesen. Ich wäre zu Hause gewesen und hätte Einläufe machen können. Das konnte ich dann nicht. Also habe ich erstmal 2 Tage den Knoblauch mit mir spazieren getragen. Das war ein bisschen der unangenehme Teil. Und was genau war für dich unangenehm? Also was hast du für ein Gefühl gehabt im Körper? Dass sich da was tut. Dass aber einfach, dass es nicht rauskommt. Also du hättest es eigentlich gern, wärst es gern schneller losgeworden. Ja, und zwar weniger den Knoblauch, als ja, ja. Vielmehr die Tierchen, die der Knoblauch vor sich hergeschoben hat. Ja. Aha. Ja, und erzähl mal was zu den Tierchen. Also Tierchen sind sie eigentlich gar nicht. Ja, aber, ja. Ja, aber erzähl mal so, ich glaube, wann war das denn, so 2., 3. Tag? Oder? Also ich habe halt dann, das Ganze ging halt dann los, als ich die Möglichkeit hatte, wieder Einläufe zu machen. Mhm. Und also es war krass, muss ich echt sagen. Es war total krass, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Also ich habe wirklich viel Zeug ausgeschieden, wo ich sage, das kam so in der Form, in der Konsistenz, mit dem Geruch, muss ich einfach auch ganz klar sagen, noch nie aus mir raus. Und ich habe dann festgestellt, dass da, wo Parasiten im Spiel sind, dass das anders riecht. Oder anders gesagt, normalerweise bei meiner Ernährung, so wie ich mich ernähre, kann ich ohne schlechtes Gewissen eine Toilette zurücklassen. Ist das normalerweise nie ein Problem. Und da, also das stinkt teilweise, muss ich echt sagen. Es stinkt wirklich, ja. Das bin aber nicht ich oder das bist nicht du oder jemand, das sind einfach diese Viecher. Das ist ganz klar. Und weil ich nicht zu Hause war, hatte ich keine Möglichkeit, das bedauere ich fast ein bisschen, das zu untersuchen. Das gibt es ja öfter mal bei den, also es gibt ja viele Leute, die auch Testimonials machen zu Parasitenkuren. Die zeigen dann auch, was sie da rausgefischt haben. Aber das kannst du ja nur, wenn du irgendwie Handschuhe hast oder das wirklich untersuchst. Das konnte ich nicht machen. Ja. Allerdings, ich zeige euch jetzt mal 1-2 Fotos. Die blende ich jetzt mal ein. Das sind Dinge, die ich dann praktisch, nachdem der sozusagen die große Menge raus war und alles wieder ging und ich wieder Einläufe machen konnte, habe ich plötzlich das in der Toilette gefunden und da hat es mir dann schon den Vogel rausgehauen, weil wie ihr auf den Fotos sehen könnt, das sind eindeutig Würmer und zwar nicht zu knapp. Also von denen hatte ich, also das war 6 oder 7 Mal und das war auch nicht immer nur ein einzelner. Und wie man sehen kann, die sind echt lang und ich finde, auf dem einen Foto sieht man sogar den Kopf auch ganz gut. Und da war ich halt leider im Hotel, wie gesagt, auch keine Handschuhe, kein Material. Und wenn man die mit der Klobürste rausholen will, zerfallen die halt schon dann. Also für dich war schon offensichtlich, Boah. Da kommen Sachen raus, die sehr parasitenwurmähnlich sind oder Krass. Definitiv so. Das war ja vorher nie so. Und verschieden. Und verschieden. Und das war sehr auffällig, dass es A, ja auch im Klar, also da war ja nicht mehr viel Stuhlgang dabei, sondern zum Teil ja auch sehr klar. Also das sind halt dann Einläufe. Genau, sehr klar alles ja. Und nur weiße Würmer. Genau, praktisch du scheidest halt, wenn du Einläufe machst, dann scheidest halt das Wasser wieder aus. Ja. Und mit dem Wasser hat es halt diese Würmer dann noch rausgehauen. Geh mal gerade ein Stück mehr so rüber, dann habe ich mehr die Sonne. Genau, ja, jetzt ist ein bisschen besser. Gut, und wie geht's dir jetzt seitdem? Also so was hat sich körperlich für dich verändert? Also vielleicht noch kurz als Ergänzung, bevor ich deine Frage beantworte. Ich glaube, ich habe bisher so, ich kenne mich ja damit wirklich nicht aus, bin keine Expertin auf dem Gebiet, aber ich würde schon sagen, ich habe so 3 bis 4 verschiedene Arten mindestens bisher ausgeschieden, also die sogar ich unterscheiden konnte. 3 bis 4 verschiedene Arten? Ja, weil auf dem einen Foto, also das finde ich sehr vertretbar, das Foto zu zeigen, weil das ja wirklich nur klares Wasser und der Wurm ist.
Ja, ist halt so. Aber es waren auch wirklich, einmal habe ich dir das auch gezeigt, das waren wahrscheinlich diese sogenannten Madenwürmer. Ach, diese kleineren. Diese dann. Kleineren ja. auch. Und dann so kugelförmige, also da war alles Mögliche irgendwie dabei. So, okay. und was habe ich jetzt gemerkt? Ja. Sofort nach dem Glas Knoblauch essen, am nächsten Tag, ich sagte, das ist unfassbar. Wir waren in einem Café in Ljubljana, wo Stimmt, jetzt, ja. Erinnerst jetzt, du dich? Ja, ja, das jetzt. Das war krass. Ja. Ja, stimmt, das ist dir noch gar nicht so aufgefallen gewesen dann, gell? Ja, das war total krass. Ja, erzähl weiter, weil ja. da war ja noch alles ja, im stimmt. Bauch drin, der ganze Knoblauch. Und da waren wir 2 Tage zuvor und die haben super Kuchen, die haben auch Rohkostkuchen leckere. Und tolles Eis und so weiter, ja. Also wenn ich Rohkostkuchen sehe, dann gehen mir die Augen sowieso total über. Ja, Kuchen überhaupt und leckerer Kuchen. Ja, Kuchen ist mal ja so, mal so, aber ja. Rohkostkuchen bin ich immer dafür zu haben. So, und dann gibt es natürlich auch eine Stimme, die dann noch erzählt, aber das ist ja Rohkostkuchen, das Richtig. Ist ja so gesund und so toll, ja. Also 2 Tage zuvor hat das ganze Konglomerat ja, dazu geführt, da dass die Silvia für 30 Euro Kuchen eingekauft hat. Ja, aber nur weil die so teuer waren, da kann ich nichts dafür. Ja, da hat das Stück 6 Euro kostet. Ja, vier Stücke, ne? Ja, ist ja wurscht, ne? Ja, gut. So, jedenfalls, worum es eigentlich geht, mir gingen halt an der Vitrine die Augen über und ich habe gleich gesagt, oh, nehmen wir doch gleich Probierson 2 Stück mit, weil wir sind mit dem Bus unterwegs und das gibt es so selten zu kaufen. So, also diese Begeisterung, ja? So, und dann am Tag nach dem Knoblauchessen waren wir mit Freunden wieder in dem gleichen Café in Ljubljana. Die übrigens auch nichts gerochen haben. Ja, die Knoblauch. Haben auch gesagt, wir riechen nicht nach Knoblauch. Genau. Und dann gehe ich in dieses Café und das ist ein Zustand, der ist total schwer zu beschreiben. Mich hat nichts interessiert. Ich bin an dieser Kuchenvitrine vorbei, ich bin an dem Eis vorbei und ich kann nicht einmal sagen, ich brauchte keine Disziplin, um nichts zu wollen. Da war einfach nichts. Mich hat es null interessiert. Es war aber auch kein Ekel oder kein Abscheu, dass ich sage, Süßigkeiten, sondern es war mir egal. Das war ungefähr so, wenn ich sagen würde, schau mal, da steht ein Verkehrsschild. Aha, schau mal, da ist ein Kuchen. Aha, das war das Gleiche. Mhm. Und dann saß ich mit euch allen oben in dem schönen Café mit den tollen Sachen und alle haben was bestellt. Eis, Milchshakes, Kuchen, was weiß ich. Und ich habe mal Wasser bestellt. Ich einfach, weil ich nichts wollte. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie jemand, der wirklich satt ist, weil er gut gegessen hat. Und wenn dann andere Leute neben ihm was essen, ist es ihm eigentlich auch total wurscht, weil er hat ja vorher gerade gegessen. Ja? Das also ist ja nur so dieses Gelüste und null. So weiter, was du vorher hattest, ja, das total. War auf einmal also, wie weg. Ich nenne es nicht einmal Gelüste. Craving, Gelüste. Nee, es waren keine Gelüste. Also ich hätte gedacht, es waren keine Gelüste, als ich den Rohkostkuchen gesehen habe. Aber dieses Augen aufreißen, ja, und sagen, wow, voll lecker, diese Begeisterung, dieser Enthusiasmus, ja, für sowas, es war mir völlig gleichgültig. Und da habe ich gesagt, hier ist was ganz, ganz anders. Okay, also das war ein großer Unterschied. Riesenunterschied. Also das war jetzt mehr von der Befindlichkeit und vom Appetit her. Also das hat mir wirklich gezeigt, ich meine, ich bin mir dieser Dinge prinzipiell schon bewusst und ich habe ja auch schon viel gemacht in der Richtung, aber es gab mir wirklich zu verstehen, wie viele von diesen Stimmen, die wir haben im Kopf, die sagen, ich will dies, ich will jenes und so weiter, dass das überhaupt gar nicht wir sind, sondern dass da einfach diese Parasiten im Körper sind, die unsere Gedanken steuern, wie es ja der Dieter Bröhr so super erklärt mit dem Toxoplasma gondii. Kann nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist echt so, die steuern unser Gehirn. Und die lassen mich begeistert sein. Oder Stefan, weiß noch, wie er das mal erzählt hat, dass ich beschlossen hatte, ich esse keine Chips mehr. Ja. Und das war, es ist Jahre her. Und das vergesse ich nie. Das war das krasseste Erlebnis dieser Art. Ja. Ich habe wirklich gesagt, so jetzt reicht, ich esse keine Chips mehr. Und es war alles okay. Und ich wollte immer abends zur gleichen Uhrzeit diese Chips haben. Und habe gesagt, heute komme was wolle, esse ich keine Chips. Ich hatte alle, die ich noch hatte, habe ich weggeschmissen gehabt. Und dann hatte der Supermarkt schon zu. Und dann ging es kurz nach 8, ging das wieder los. Ich muss jetzt Chips haben. Natürlich mit 1000 guten Gründen, warum das völlig vertretbar ist, jetzt Chips zu essen. Ja? Und ich denke mir noch,
Aber heute nicht. Wirklich, da war ich in diesem Körper und denke mir, heute nicht, während ich mir die Schuhe anziehe und die Schuhschnür. Während ich aus dem Haus rausgehe, denke ich mir, ich kaufe keine Chips, gehe über die Straße. Ich habe gegenüber von der Tankstelle gewohnt. Ja? Ja, jemand hat Kontrolle über deinen Körper übernommen. Und ich beobachte, wie mein Körper zu der Tankstelle marschiert, diese Chips kauft. Und ich denke mir nur, Alter, was geht denn hier ab? Ja? Und ich kaufe diese Chips und reiß die Packung auf und auf dem Weg zur Wohnung zurück schippen wir schon die ersten rein und ich in mir drin denk mir, das ist immer echt krass. Gut. Also du könntest jetzt schon, genau, wollte ich gerade sagen, du könntest jetzt schon sagen, dass du da durch diese Parasiten doch sehr fremdbestimmt warst. Und einen deutlichen Unterschied jetzt merkst von vorher zu nachher. Genau, also das mit den Chips ist natürlich ein krasses Beispiel, das ist nicht immer so und ich sag ja, das, was ich erlebt habe mit dem Rohkostkuchen, weißt du, da hätte ich jetzt nicht gesagt, ich habe Gelüste. Mhm. Das war, es hat sich getarnt als Freude. Ja, okay. Mhm. Und gibt es noch, merkst du noch etwas, einen Unterschied, ja, körperlich jetzt? Ja, speziell körperlich? Auf alle Fälle. Also ich esse seither deutlich weniger, das merke ich. Also ich bin nach der Hälfte der Menge, die ich esse, sonst satt. Und ich habe jetzt vorher auch nicht Riesenmengen gegessen, aber ich habe echt das Gefühl, ich habe dafür eine ganze Familie mitgefressen die ganze Zeit. Ja. Mhm. Und meine Handinnenflächen sind deutlich besser geworden. Da habe ich ja seit 11 Jahren diese, wie nennen wir es, Ekzeme, Ausschlag. Einmal Ekzeme, ja. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Wo ja alle möglichen Diagnosen da waren, Sonderform von Neurodermitis, bla bla bla, und da hat er nie irgendwas nachhaltig geholfen. Also das ist schlagartig besser geworden. Schlagartig. Ja. Mhm. So, das ist noch nicht ganz weg, aber mir ist jetzt völlig klar, wenn ich hier mal komplett aufgeräumt habe, dann ist das Thema erledigt. Okay. Und auch der Bauch ist nicht mehr so krass aufgebläht. Also der war immer latent mit Luft voll. Mhm. Immer. Mhm. So, gut. Wie geht's dir vom Schlaf her? Schläfst du besser? Da kann ich jetzt nicht groß was sagen, weil ich habe vorher eigentlich auch ganz gut geschlafen. Mhm. Also es gibt Leute, die schlafen schlechter und nach so einer Parasitenkur besser. Das ist jetzt bei mir, würde ich sagen, gleich. Der Schlafunterschied wird sich erst zeigen, wenn die Temperaturen hier mal wärmer werden. Mhm. Weil ich habe im Sommer oft, wenn es heiß ist, habe ich riesen Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen, was ich im Winter gar nicht habe. Das weiß ich aber jetzt noch nicht. Das ist Zukunft, müssen wir dann schauen. Ja, müssen wir dann schauen. Also ich würde wirklich als Fazit nur sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, absolut nicht, dass allein das rohe Knoblauchessen solche Effekte hat. Heute Morgen habe ich in einem anderen Zusammenhang, als ich darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, das ist für mich im Mikrokosmos die steuernde Elite aufzuspüren, die im Hintergrund die Fäden zieht, weil wir beschäftigen uns ja viel mit diesen Themen, wer steuert eigentlich hier die Welt? Ressourcenkontrolle. Wir Menschen fühlen uns oft fremdgesteuert und da gibt es welche, die entscheiden jetzt, ob wir jetzt unser Haus noch heizen können oder nicht, oder genug zu essen da ist oder nicht, oder wie auch immer. Und man meint immer so, man ist dem machtlos ausgeliefert. Und mein Credo ist ja immer, nichts im Außen, was nicht auch in dir im Innen wäre. Und heute Morgen wird mir das so bewusst, dass es im Inneren, in meinem Körper, diese verborgene Elite, die meine Gedanken steuert, die meine Gelüste steuert, die meine Nahrungsaufnahme steuert, die mir das Beste wegfrisst. Ich möchte jetzt an der Stelle mal sagen, das ist eine Unverschämtheit, wenn ich mir überlege, wie viele Tausende von Euro, das kann ich überhaupt gar nicht ausrechnen, ich die letzten Jahre an hervorragende Nahrungsergänzung in mich reingesteckt habe, damit bestimmte Sachen besser werden oder gesunde Nahrungsmittel oder wie auch immer. Und je mehr ich lese über diese Viecher, umso klarer wird mir, die haben mir das alles weggefressen. Und die Würmer haben es da weggefressen. Und das heißt dann Malabsorption, also dass es quasi im Dünndarm schlecht aufgenommen wird und bla bla bla. Und man denkt, ja, die kleinen Allöcher hier haben das alles verputzt. Ja. Die haben dann gesagt, so, das wollen wir mal absorbieren. Hey Stefan. Hallo. Ich war ja nicht die Einzige, die Kur gemacht hat. Nee.
Okay, magst du uns auch mal erzählen, wie das für dich war? Was gibt's zu berichten, ja. Also mir ging es ja auch so, dass ich mir wirklich viel Gedanken gemacht habe. Oh Gott, nach so einem Glas Knoblauch, wir stinken wie die größten. Und noch einen obendrauf. Und sehr überraschend war das, dass wirklich gar nichts war. Also ich habe wirklich gar nichts gemerkt. Ja. Wir haben ja im Campark geschlafen und auch die Klamotten, man hat nichts gerochen. Die Freundin, mit den Freunden, mit denen wir unterwegs waren, wir haben 2, 3, 4 Mal nachgefragt. Klar kann man jetzt auch sagen, die sind etwas unempfindlich, was Knoblauch angeht, aber die haben auch gesagt, nee, wir merken gar nichts. So, das war sehr erfreulich, sehr überraschend, das fand ich sehr gut. Jetzt bist ja du ein kerngesunder Typ, also ich meine, ich bin auch gesund, aber du bist ja schon nochmal, du bist ja so ein richtig super fittes Kerlchen, ja? Hast du überhaupt irgendwelche Veränderungen bemerkt? Mhm, doch, auf jeden Fall. Also ich war sehr erstaunt. Gleich am Abend habe ich gemerkt, dass ich total entspannt war durch den Knoblauch. Also mir hat es echt, das war so ein völlig sehr angenehmes, relaxtes Feeling, was ich da bekommen habe. Und genau, und ich habe echt auch ganz gut geschlafen, so das konnte ich feststellen. Und ich konnte dann auch relativ bald auf die Toilette gehen. Und da waren auch sofort gleich einmal 2 so weiße Würmerchen dabei, so, was ich sehen konnte. Ja. Ich geht. So, und gut. Also, um's klar zu sagen, auch in so einem super sportlichen, fitten, vor Vitalität strotzenden Körper können sie anscheinend solche Viecher verbergen. Ja, das war ja von Anfang an mein Gefühl, so, dass da einfach schon was unterwegs ist. Jetzt nicht die super oberkrasse Menge, wie bei dir jetzt oder so. Das ist schon krass, gell? Das ist Wahnsinn, ja, was da, wie viel Würmer da an der Frau sind. Unglaublich. Unglaublich. Ja, so viel sind es jetzt auch nicht. Naja. Ich bin noch nicht fertig. Waren schon ein paar, ja. Ja, also wir sind froh, dass es weg ist. Ja, oh Gott, ja. Ja. Und also mir reicht es ja, wenn ich dann sehe, also da waren bestimmt auch mehr dabei, so die ich dann einfach nicht sehen konnte, weil wie gesagt, wir waren ja auf Reisen. Also war jetzt nicht die Möglichkeit, da alles pingeligst zu untersuchen, aber jetzt auch nicht so das Bedürfnis gehabt, das zu tun. Mir reicht es dann, wenn ich sofort sehe, aha, da tut sich was. Und die Wirkung war sehr, sehr, sehr erstaunlich. Ja. Ich habe sonst auch schon vielen Patienten empfohlen, eine Parasitenkur zu machen, entweder mit natürlichen Mitteln oder mit, wenn es gar nicht geht, eben mit einer kleinen Chemiekeule. Und das hilft dann schon meistens. Ja. Und das ist wirklich eine Möglichkeit. Schade, dass ich es nicht früher gekannt habe, weil es einfach super natürlich ist, sehr angenehm einzunehmen, hat eine tolle Wirkung und einen Mega-Effekt. Ja, und so. Kostet auch fast nichts. Und kostet auch fast nichts, ja. Außer ein bisschen Überwindung und das war's, ja. So, und was ich jetzt seitdem tatsächlich merke, also jetzt, so, wir machen das ja eben jeden Abend eine Knoblauchzehe weiter essen für, glaube ich, 30 Tage, glaube ich. Also ja, halt Wochen, einen Monat lang. Einen Monat lang bis zum nächsten Vollmond. Und ich merke schon, dass sich meine Verdauung einfach deutlich nochmal beruhigt und nochmal besser und angenehmer wird. Also ich meine, so, da kann man wirklich auf sehr hohem Niveau jammern, kann man ja, jetzt nicht sagen. 12 von 10, ja, ne? 12 von 10, genau. So, aber das geht ja, es geht echt immer nochmal einen Tick besser. So. Und das merke ich sehr wohl und das tut mir wirklich gut. Und ich mag halt wirklich auch diese Wirkung von dem Knoblauch, weil das sofort so eine angenehme, entspannende Wirkung hat für mich. Mhm. So, und jetzt nach 11 Tagen merke ich einfach, also speziell jetzt von gestern auf heute in der Früh bin ich aufgewacht und habe wirklich so das Gefühl, ich habe so einen sauberen, reinen Körper und ich kann euch nicht sagen, was das für ein schönes Gefühl ist, so einen Körper zu haben. Wirklich dieses, oh, das ist pur mein Körper, da spuckt keiner rum, da jammert, da sagt mir keiner, wo, wie, was, wann, wo, wie, essen oder wie auch immer, sondern das bin ich. Und das ist ein ganzer, ganzer schönes Gefühl und ich möchte es ehrlich gesagt nicht missen. Und wenn es nach mir geht, gehört es, dieser Körper gehört jedem. Also dir dein Körper, mir mein Körper und so soll es sein. Cool. Also das heißt, auch wenn jetzt jemand zuschaut, der sagt, ey, ja, mir geht's eh super und prima und so, würdest du sagen, trotzdem mal machen, oder? Ja,
Ja, also das ist wirklich ja eins, was ich so, so vielen Leuten immer schon versucht habe beizubringen. Du kannst deinem Arzt was glauben oder deinem Masseur oder deinem Heilpraktiker oder wem auch immer, aber keinem so viel wie deinem eigenen Körpergefühl. Das lügt nie. Da ist einfach so viel Weisheit drin und jetzt wird es ja sehr spannend. Ja? Aber die Parasiten lügen. So, und die Parasiten, die verscheißern dich, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt habe ich wirklich, das große Glück, dass ich einen super feinen und starken und guten Dialog mit meinem Körper habe. Und ich habe halt wirklich reingespürt und reingefragt, so, gibt's da was zu tun? Und dann kam schon so, ja, da sind ein paar Sachen unterwegs. So, und dann mache ich das halt einfach. Ungehindert, was da auf mich zukommt oder was das erfordert. Und es hat sich wieder bestätigt und wieder ein paar Würmer mehr los und deutlichen Effekt, ja. Und ich hätte jetzt auch vorher sagen können, kein Problem, ich bin eh bumperl gesund, ja. Nur das war nicht Sinn und Zweck der Übung. Also auch wenn jemand sagt, hey, ich ernähre mich super, ich treibe Sport, ich schlucke einen Haufen Vitamine, ich gehe kaltbaden oder mache meinen Ausdauersport und meine Atemübungen oder was auch immer, egal auf welchem Level du dich da bewegst gesundheitlich, einfach einmal nachschauen und was ist der Aufwand? Ja, ein Glas Knoblauch essen und schauen, was passiert. So, und im besten Fall geht es dir noch besser als vorher. So, und was ich wirklich merke, ist, dass ich in mir nochmal ruhiger bin. Also es ist echt ein bisschen schwer zu beschreiben. Wie mache ich es am besten? Vorher war das vielleicht so, dass ich mehr Willenskraft und mehr Energie und mehr Fokus drauflegen musste, unbewusst, um eine klare Richtung zu haben. Und jetzt habe ich so das Gefühl, die Richtung ist sowieso klar und ich kann da viel entspannter drin sein. So, also da steuert nichts mehr mit oder so. Das könnte ich schon so beschreiben. Und das ist schon auch sehr angenehm. So, ich habe wirklich einfach das Gefühl, der Körper gehört mir. So, wie gesagt, so echt ein schönes Gefühl. So, also 11 Tage später, ich meine, es geht ja immer noch weiter, später, ja. Aber würdest du sagen, klare Empfehlung, oder? Das hat sich völlig rentiert. Also wie gesagt, man kann auf hohem Niveau jammern oder einfach sagen, hey, ein Glas Knoblauch und schauen, was rauskommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir geht es echt besser danach und dir, gut. Um Längen, ja. Und ja, jetzt schauen wir mal weiter, wie es noch weitergeht. Genau, also in diesem Sinne von uns eine klare Empfehlung für die Knoblauchkur von Jana Iger. Danke, Jana Iger, für diesen Jana. Tipp, super und alles Liebe für danke euch. Und lasst gerne mal in den Kommentaren da, was nach der Kur bei euch so passiert ist und wie es geht. Ja, bin mal so mal gespannt. Ja, also tschüss. Bis dann.